bankes Girokonto. 100 Euro für Sie. Einen wunderschönen guten Abend aus Neugersdorf, liebe Live-Zuschauer von 8sport und natürlich auch liebes Fernsehvolk von Leipzig Fernsehen und Sachsen Fernsehen. Schön, dass Sie dabei sind zum zweiten Halbfinalspiel heute im Wernesgrüner Pokal Sachsen. Hier trifft der FC Oberlausitz Neugersdorf auf Rasenballsport Leipzig. Beides sind aktuell Spitzenreiter in ihren jeweiligen Ligen, also uns erwartet ein, ich denke, spannendes Spiel. Denn die unterklassigeren Neugersdorfer haben es wirklich drauf. Und das haben sie gerade auch am letzten Wochenende gezeigt. Im Spitzenspiel in Görlitz haben sie auch gewonnen und haben damit ihre Tabellenführung weiter ausgebaut. Was erwartet uns heute? Wie ich schon andeutete, ich glaube, ein packendes Spiel bei herrlichstem Fußballwetter, liebe Zuschauer. Also machen Sie es sich jetzt im Garten so richtig schön bequem. 10 Minuten knapp haben Sie noch Zeit. Holen Sie sich noch ein kaltes Pilz oder einen schönen warmen Tee. Wie auch immer, genießen Sie heute Fußball vom Allerfeinsten, denn dieser Fußballabend geht dann ja nachher noch im Free TV für Sie weiter. Champions haben wir hier auf jeden Fall, doch wir wissen es, Rasenballsport Leipzig als Tabellenführer der Regionalliga Nordost muss in dieser Saison ja, durch eine Aufstiegsrelegation, man ist ja eigentlich schon so gut wie Meister, ich übertreibe jetzt mal nicht, sondern ich glaube, das akzeptiert mittlerweile jeder, aber man hat sich das verbockt, weil man letzte Saison nicht richtig aufgestiegen ist, gleich diese Saison Meisterschaft und dann auch Aufstiegsrelegation und zusätzlich will man natürlich auch logisch in den deutschen Fußballpokal in der nächsten Saison und das klappt nur, wenn man hier den Wernesgrüner Pokal Sachsen gewinnt, 2 Spiele noch, auch das hätten sie dann geschafft, aber Fußballexperten wissen es, das wird nicht so einfach werden, denn wenn man heute hier erstmal ein schweres Spiel übersteht in Neugersdorf, dann wartet noch im Finale der CFC, denn die Chemnitzer haben es ja vor rund 3 Wochen über Daumen geschafft, in Zwickau mit 2:1 zu gewinnen, also der Drittligist steht schon mal fest für das Finale. Und ich lege mich heute auch fest, es wird ein enges Spiel. Ich glaube, dass RB sich aber am Ende mit 1 bis 2 Toren durchsetzen wird. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie zu Hause sagen. Vielleicht gehen Sie ja mit mir mit. Englische Woche für beide Mannschaften also. Und vielleicht fragt sich der eine oder andere, wo ist denn eigentlich Neugersdorf? Auch ich bin da ehrlich, ich musste erstmal nachschauen. Ich komme aus Dresden jetzt hierher zum Kommentieren. Und Neugersdorf ist eigentlich richtig schön gelegen. Im Landkreis Görlitz, liegt so fast an der deutsch-tschechischen Grenze, kann man sagen, im Lausitzer Bergland. Ja, ganz einfach ausgedrückt, man fährt auf der Autobahn A4 einfach mal so Richtung Bautzen-Görlitz, fährt dann Weißenberg ab und Richtung Süden noch 30 Kilometer ungefähr, Richtung Löbau. Und dann ist man auch schnell hier in Neugersdorf angekommen. Freundliche Menschen hier, aber welch Wunder, wie gesagt, bei strahlendem Sonnenschein. Aktuell spielt Neugersdorf in der Wernesgrüner Sachsenliga. Das ist die 6. Liga, sind wie gesagt schon Tabellenführer. Spielen eine ganz, ganz starke Saison, auch im Pokal, da komme ich später auch nochmal drauf. Haben sie schon tolle Ergebnisse erspielt. Aber heute, da bin ich mal so richtig gespannt. Ärmel hochkrempeln brauchen sie, glaube ich, nicht, weil sie mit kurzärmeligen Trikots spielen werden. Aber auch RB Leipzig spielt natürlich eine sensationelle Saison. Die Leipziger tatsächlich die einzige Mannschaft von der 1. bis zur 4. Liga in Deutschland mal betrachtet, die seit einem Jahr jetzt ungeschlagen ist. Gratulation mal an die Verantwortlichen, da ist wirklich Großes passiert im Laufe des letzten Jahres. Mit der Nummer 10. Noch am letzten Wochenende gab es einen klaren 15-0-Sieg gegen den Tabellenletzten. Torgelow. Auch da eine ganz interessante Geschichte. Gegen Torgelow trafen nämlich tatsächlich 5 verschiedene Torschützen von RB. Auch das bemerkenswert. Mit der Nummer 19, Matthias Moritz. Und auch wir wollen dann einen ersten Blick mal auf die Aufstellung werfen. Der Stadionsprecher hier tut das im Hintergrund ja auch schon. RB Leipzig, wir fangen mal mit den Gästen an. Auf 4 Positionen verändert zum Spiel gegen Torgelow am letzten Wochenende. Raus sind aus der Mannschaft der Torhüter Fabio Coltorti, der eh keine Pokalspiele in dieser Saison für die Rasenballsportler macht. Stefan Kutschke ist raus, Niklas Hoheneder und Clemens Fandrich. Also 4 Positionen gewechselt. Da habe ich den Alexander Zorniger auch schon ja, eigentlich immer auf gleichem Wege, muss ich sagen, beobachtet. Also folgende Aufstellung von Alexander Zorniger heute für die RBler. Im Tor Benjamin Bellot.
Nummer 5, Hendrik Ernst, die 10, Rockenbach da Silva, die 11 trägt Daniel Frahn, der erfolgreichste Schütze für die Leipziger in der Liga. Der hat 19 Tore bereits geschossen. Mit der Nummer 15 dann Bastian Schulz, die 16 Juri Jutt, die 19 trägt neu im Team Matthias Moris, die 24 Dominik Kaiser, die 28 auch neu im Team Fabian Franke. Mit der 29 auch neu Sebastian Heidinger und mit der Nummer 30 Christian Müller. Auch dann die Aufstellung unseres FCO. Die gastgebenden Oberlausitzer, aufgestellt von Trainer Manfred Weidner, heute mit folgendem Team. Zwei Positionen im Vergleich zum letzten Spiel gegen die Görlitzer, also in Görlitz, verändert. Und zwar sind raus Tino Hensel und Philipp Heinikius. Macht folgendes Bild. Im Tor heute Jan Zelenka, mit der Nummer 2 dann Pavel Lukas. Die 3 trägt Stefan Fröhlich, die 4 Karl Petrik, mit der Nummer 5 neu ins Team reingerutscht Jan Flachbart, aber auch der weiß, wie es geht. Auch der hat nämlich in der Liga schon 6-mal geknipst. Mit der 7 dann Iri Sissler, die 10 trägt Jaroslav Dietrich, auch der neu im Team. Max Fröhlich mit der 13, Kapitän ist mit der 14 Sebastian Ulrich. Dann die 18, Jiri Liska. Auf den sollten die Leipziger ganz besonders aufpassen, denn der hat in der Liga schon 10 Tore geschossen und auch im Pokal war er 3-mal erfolgreich. Und mit der 19 dann Jan Netzmar. Ja, rund 3,5 Minuten noch bis zum offiziellen Start hier. Alle sind gebannt. 1200 Karten, liebe Fernsehzuschauer, sind im Vorverkauf schon an den Mann und an die Frau gebracht worden. Der Rekord aber, so scheint mir, wird hier in der Enzo Oberlausitz Arena heute nicht geknackt werden. Denn der liegt bei 2500, erreicht im Jahre 2002, damals gegen die SG Dynamo Dresden. Ja, ich sehe, Gerd Schädlich steht sogar vor mir, auch der CFC, also beäugt hier natürlich seinen vielleicht nächsten Kontrahenten aus Leipzig oder eben aus Neugersdorf. Schauen wir mal. Die Enzo Oberlausitz Arena, liebe Zuschauer, übrigens früher bekannt unter dem Namen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion. Vielleicht dem einen oder anderen eher noch so ein Begriff, 1974 hier eröffnet. Kleine Schmuckkästchen. So, und wenn ich jetzt hier mal meinen Blick zur Seite nehme, dann sehe ich schon viele kleine Jungs und Mädels, die wollen gleich an der Hand geführt werden, auf den Platz laufen. Also ich glaube, ein Fußballfest erwartet ihr uns heute. Und ich freue mich darüber wirklich, denn vielleicht zum letzten Halbfinalspiel, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, haben wir ja auch live übertragen, in Zwickau. Boah, war das kalt. Ich sage Ihnen, ich habe einen Tag später noch gefröstelt und bin eine Woche dann ausgefallen. Das war wirklich ganz schön erfrischend dort. Heute hoffentlich sehen wir nur erfrischenden Fußball. Der FC Oberlausitz Neugersdorf spielt seit 2006 schon in der Werner-Grüner Sachsenliga. Die allerdings erfolgreichste Zeit, muss man sagen, war dann im Jahr 2001 bis 2006. Da war der Verein nämlich in der Staffel Süd, also damals in der viertklassigen Oberliga Nordost. Hat aber meistens zweistellige Tabellenplätze belegt, immer so zwischen 11 bis 14, kann man sagen. Einmal war man 16. und einmal die beste Platzierung in der damaligen vierten Liga war der 9. Platz. Lang, lang ist es her, aber ich denke, hier entsteht was. Manfred Weidner hat eine tolle Mannschaft, die viele Tschechen auch beinhaltet, die zum Teil sogar Champions League schon gespielt haben. Also, die können Fußball spielen und ich denke, das werden sie heute zeigen. Mit der Nummer 11, Ladislav Kopopo. Ja, da sehen Sie schon die Jungs von RB Leipzig. In den Traditionsdresses kann man ja noch nicht sagen, aber in ihren normalen Farben, weiße Shirts, rote Hosen und weiße Stutzen. Der FC Oberlausitz Neugersdorf, so wie man es kennt, ganz im Na, dann kann es ja auch losgehen. Schiedsrichter haben wir hier übrigens auch. Was für ein Glück, aus Zwickau kommen. Stefan Markowitz ist der Hauptschiedsrichter. Und dann kann auch eigentlich gar nicht schief gehen, denn Sie sehen vielleicht auf der rechten Seite auch eine Schiedsrichterassistentin. Das ist die Daniela Illing und Martin Gläser,
ist der zweite Assistent, einen vierten Offiziellen hier beim Sachsen-Pokal, also beim Wernesgrüner Pokal Sachsen heißt es ja ganz genau. Einen vierten Offiziellen haben wir auch, das ist Uwe Meier. Wünschen wir denen auch ein gutes Spielchen. Gucken wir nochmal das Schiedsrichterkollektiv Stefan Markowitz aus Zwickau. Als Schiedsrichter und die Assistenten Frau Daniela Illing, Herr Martin Gläser an den Linien und als vierter Offizieller Herr Uwe Meier. So viel von mir und jetzt denke ich. Was für ein Erlebnis für die Kleinen. Ja, ich sagte, bestes Fußballwetter. Also daran kann es heute nicht liegen. Und ich glaube auch im Mittelkreis haben wir nicht so wie in München gestern eine Pfütze. Das scheint hier alles toll gelaufen zu sein. Aber wer es gestern schon erlebt hat, Bayern München gegen Barca 4-0. Da kann man kaum noch was draufsetzen. Ich bin gespannt, wie die Jungs hier das heute schaffen. So, Wahl des Ganzen. Und da sehen Sie es auch schon. Stefan Markowitsch zeigt an. Wir wechseln dann nochmal die Seiten. Oberlausitz von Gersdorf, also der erste Halbzeit. Von links nach rechts. Im Pokalfinale Sachsen in diesem Jahr. Gleich mal ein langer Ball. Sehr schön, kommt sogar an. Erster Ballbesitz schon mal für Benjamin Bellot, der heute nicht nur Fabio Coltorti vertritt, sondern normal war bislang in den ersten zwei Pokalspielen ja immer Erik Domaschke im Team von RB Leipzig. Erik Domaschke allerdings mit einer kleinen Verletzung, hatte eine Spritze noch in den Rücken und in seinen Hinterteil bekommen, scheint aber dann doch noch nicht gegangen zu sein. Heute, wie gesagt, der Benjamin Bellot im Tor. Auch wieder lang gespielt und erste Abseitsposition hier angezeigt. Seine Assistentin hat sie gut gesehen. Also sehen schon, Neugersdorf gleich in den ersten 70 Sekunden, sagen wir mal. Zweimal schon mit langen Bällen nach vorne. Man will also wirklich anscheinend hier durchs Mittelfeld fliegen. Und die Leipziger machen es erstmal kontrolliert und ganz ruhig. Fabian Franke jetzt auch mal mit dem langen Ball bis an den Strafraum. Aber da lassen die Gastgeber noch nicht anbrennen. Henrik Ernst. Da gibt es einen Wurf. Keine Chance zum Konter, ganz im Gegenteil, Juri Jutt jetzt nochmal mit dem Ball in den Strafraum, aber auch wieder so. Ja, ich sagte Ihnen eben, die Leipziger seit einem Jahr ziemlich genau ungeschlagen. Beeindruckende Bilanz, muss man wirklich sagen. Die letzte Saison, die letzte Niederlage beim 0:1 am 21.04.2012 in Kiel. Kann sich kaum jemand auch daran erinnern, so lange ist es her. Aber auch die Neugersdorfer haben eine ganz starke Bilanz in diesem Jahr mal hingelegt. 7 Siege, 1 Remis. Das Remis übrigens gegen die zweite Vertretung von RB Leipzig. Da gab es ein 2:2. Lässt sich also auch sehen, selbst ein Testspiel gegen den Regionalligisten in Jena hat man mit Unentschieden absolviert. 1:1 gab es da im Februar. Also ich glaube, RB ist wirklich gewarnt.
Und jetzt schöne Möglichkeit zum Flanken. Das macht dann auch Juri Jutt. Die Leipziger gehen jetzt tatsächlich auf die Ballführung, Mann teilweise mit zwei Leuten drauf. Attackieren. Da gibt es aber zu Recht jetzt einen Freistoß für die Gastgeber hier. Ich habe die Leipziger in dieser Pokalsaison einmal erlebt in Kamenz. Da gab es einen mühevollen 1:0-Sieg durch den Foul-Elfer in der 45. Eine durchwachsene Leistung. Achtung, jetzt aber schön abgelegt und da ist das Tor! Tor für die Lausitzer! Oberlausitz, Neugersdorf führt mit 1:0. Juri Riffler in der fünften Spielminute, also zum 1:0. Ein ganz stark herausgespieltes Tor. Na, das geht doch schon mal gut los hier, liebe Zuschauer. Und ein Geraune geht hier jetzt durch die Tribüne. Da spricht jeder noch mal drüber, über dieses Tor. Übrigens das erste Gegentor in dieser Saison, in dieser Pokalsaison für die Leipziger. Die haben bislang einmal 1:0 auswärts und einmal 3:0 gewonnen. Jetzt wieder ganz fairer Ballgewinn. Ja, aber da dann jetzt nichts gespielt. Das kann doch nur dem Spiel gut tun. Sagt man so schön, Floskel, mal schnell 5 Euro hier in das Schweinchen. Tja, Benjamin Bellot, da wird er sich ärgern. Sein erster Einsatz hier im Pokal, gleich mal klingeling. Aber noch haben die Leipziger genug Zeit, 84 Minuten sind noch zu spielen. Halten wir mal fest, 1:0 durch Juri Sissler, das ist schon was. Ja. Und jetzt gibt es einen Freistoß für RB und das ist dann schon eine ganz schöne Position. Wenn man da mit Druck zum Tor spielt, könnte da was werden. Ja, man hört es vielleicht über die Außenmikrofone. RB hat ordentlich Fans mitgebracht hier, machen auch schön Stimmung. Während die gastgebenden Fans tatsächlich anscheinend von ihrem Führungstreffer noch ein bisschen geschockt sind. Also Freistoßposition. Über den Daumen. Na, ich tippe mal so knapp 30 Meter. Eingespielt ins Nichts von Rockenbach. Da Silva. Naja gut. Noch nicht warm genug wahrscheinlich. RB Leipzig übrigens in den ersten drei Runden mit Freilosen. Das zur Erklärung, warum es bislang in dieser Saison für die Jungs aus Leipzig erst 2 Spiele gab. Ich sagte es beim Sechstligisten Kamenz 1:0 gewonnen durch einen mühevollen Foul-Elfmeter-Sieg. Und dann im Viertelfinale ein relativ deutliches 3:0 im Bischofswerda, auch beim Sechstligisten. Dort aber auch interessant, alle Tore erst in der zweiten Hälfte. Schöner Pass von Flachbart. Das hätte auch wieder funktionieren können. Dominik Kaiser. Fabian Franke jetzt am Ball. Ah, da
Das eng, das eng. Aber sie holen sich den Ball zurück. Hat er gut gemacht. Der Matthias Bobis war es, glaube ich. Flanke in den Strafraum. Und dann klären sie. Ja. Foul an Jan Netzmar. Kann man so geben. Bislang im Pokal noch kein Tor geschossen, der Jan, aber zweimal schon in der Liga. Der Daniel Fragen gesucht und auch gefunden, aber noch kein positives Ergebnis für die Leipziger. Daniel Fragen, ich sagte es, bislang der erfolgreichste Torschütze bei den Leipzigern, 19 Treffer schon in der Liga, in der Regionalliga Nordost, also ganz schön stark. Und Juri Jurt zurück zu Benjamin Bellot. Man sieht, die Gastgeber greifen ein bisschen später an. Dadurch jetzt schon wieder eine brenzlige Situation am eigenen Strafraum. Aber dadurch haben sie sich natürlich hinten gut gestaffelt. Jetzt wieder Netzmar zurück. Ich habe gesagt, es spielen einige Tschechen hier. Jiří Sisla, Jan Flachbart und Pavel Lukas zum Beispiel, alle von Bohemians Prag. Jan Netzmar dann von Slovan Liberec. Der Jan, der läuft hier nicht rund vorne an der Seitenlinie. Der humpelt jetzt doch stark. Aber konzentrieren wir uns mal auf den Ball, die Leipziger. Ziehen bis zur Torauslinie, dann die Flanke ins Nichts. Und dann kann Jaroslav Dietrich erstmal mit dem Ball wieder nach vorne. Christian Heidinger hat da ganz schön gedrückt, glaube ich. Egal, sei es drum, die Leipziger. Schön zurückgelegt. Oh, das war eine schöne Aktion von den Roten Bullen aus Leipzig. Oh, ich glaube, für Jan Netzmar wird es nicht weitergehen. Das sieht nicht gut aus. Der lässt sich hier jetzt von seinen Betreuern erst einmal so ein bisschen liebhaben, sagen wir es mal so. Die Leipziger spielen natürlich erstmal weiter. Dominik Kaiser rüber auf Rockenbach da Silva. Ja, und dann ist das eine Abseitsposition gewesen. Gleich 12 Minuten gespielt hier in der Enzo Oberlausitz Arena in Neugersdorf. Sie sehen es oben rechts eingeblendet. 1:0 durch das Tor von Jiří Sisla in der 5. Spielminute. Weiter Abstoß jetzt von Tor von Zelenka. Gibt er fast an den Strafraum der Leipziger. Oh, und dann Ballgewinn dort von Dietrich. Ne, Jiří Sisla ist das, Entschuldigung. So, und dann haben wir tatsächlich die erste angekündigte Auswechslung schon. Philipp Panetschius wird jetzt dann doch reinkommen, nachdem er erst einmal heute auf der Bank Platz nehmen musste. Und Jan Netzmar wird dann also nicht weitermachen können. Schon von der Satzbank.
Wir können ja so lange mal auf den Pokalweg bislang der Gastgeber schauen, denn die, ich sagte es, die haben schon einige Spiele mehr in dieser Pokalsaison durchgeführt, hatten aber auch in der ersten Runde ein Freilos, dann in der zweiten Runde ein Sieg hier gegen den Fünftligisten, den Heidenauer SV, 1-0 gab es dort. In der dritten Runde musste man zum Siebtligisten nach Pirna-Kurpitz fahren, gewann mit 4-1. Im Achtelfinale dann gab es hier ein unglaubliches Spiel, glaube ich, gegen den VfB Auerbach. Da wurde der Viertligist tatsächlich noch bezwungen, nachdem man bis zur 90. Minute hier mit 0-1 zurücklag. Der Wahnsinn, also eine Blamage schlechthin für die Auerbacher, so schrieb man selbst auf der eigenen Homepage. Und im Viertelfinale haben die Neugersdorfer dann 2-0 gegen Döbeln gewonnen. Ein Sechstliga-Duell. So treffen sich beide Mannschaften hier heute im Halbfinale. Auch wieder schöner Ballgewinn jetzt von Jaroslav Dietrich, aber dann doch mit einem Fehlpass. Jetzt müssen sie aufpassen. Daniel Frahn mit Ball am Fuß. Bremst aber ab. Flanke. Sehr nah vors Tor und Frahn mit dem Kopfball. Guten Meter drüber. Schön wieder rausgespielt. Also da sieht man schon, auch im, ich habe jetzt natürlich das letzte Spiel in Kamenz noch von den Leipzigern im Gedächtnis. Das sieht schon mal ganz anders aus als damals. Wieder so ein weiter Abstoß vom Tor. Das ist ja Wahnsinn. Der Jan Zelenka hat der Stahlkappen in seinen Schuh heute. Ja, dafür war dieser Ball verunglückt. Und Einwurf für die Gäste. Das übernimmt Juri Jutt. Ein Ligator bislang. Und noch kein Treffer im Pokal. Achtung, ganz gefährlich. Schussmöglichkeit. Das war aus gut 10 Metern, dann noch aber auch 5 Meter drüber. Und ich habe es nicht ganz genau. Die 19. Matthias Morris. Relativ neu in der Mannschaft. Die Gastgeber übrigens. Heimstark, kann man durchaus so sagen. In dieser Liga-Saison 8-mal gewonnen, 1 Unentschieden und 2 Niederlagen. Jetzt ist man in der Heimtabelle Zweiter. Man höre und staune hinter der zweiten Vertretung von RB Leipzig. Die sind noch ein Tucken besser. Auch auswärts eine ganz, ganz starke Saison von den Neugersdorfern. Die haben da 10 Siege und 1 Remis auf dem Konto stehen. Ganz klar. Platz 1 in der Heimtabelle. Achtung, die Leipziger, wieder Schussmöglichkeit für Daniel Frahn. Legt sich den Ball da richtig am Fuß zurecht. Und dann bleibt er doch hängen. Tick zu lange gewartet. Oh ja. Von den Leipziger Fans kommt hier gesungen, schießen, einfach schießen. Manchmal ist das so leicht gesagt, ne? Sie haben es gerade gesehen. Auch für Dominik Kaiser war es dann doch nicht so leicht. Hat er wohl mehr den Rasen erwischt als den Ball. Und fair von Juri Jutt, der dann jetzt erstmal zu Jan Zelenka zurückwirft. So geht Fair Play. Rigoros klärt, so muss das sein. Ja, die
Oberlausitzer Neugersdorfer sind Tabellenführer und haben am letzten Wochenende ein schwieriges Spiel gehabt in Görlitz. Und wir haben hier einen sehr interessanten Gesprächspartner gerade ausgemacht, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, liebe Zuschauer. Das ist der Heiko Schmidt, einer der Party-Stadionsprecher, kann man fast so sagen, in Görlitz. Ich weiß nicht, ob man ihn jetzt schon hört. Ich sag mal hallo Heiko, hörst du mich? Ja, hallo Kai, einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuschauer von 8 Sport. Der alte Spruch, man sieht sie immer viermal im Leben, trifft also heute ganz genau zu. Und ja, schön, ich freue mich, euch zu sehen. Die Rechte liegen ja bei euch und ihr habt bis jetzt einen tollen Job gemacht. Dankeschön. Ihr wart ja dreimal Begleiter bei uns gewesen, heute hier in Neugersdorf. Sensationelles Wetter, gute Kulisse, einen guten Moderator hier unten vom Sprecherplatz. Ich freue mich. Ich hätte fast gesagt, die Tür geht auf. Wer kommt herein? Der Sonnenschein, der Heiko. Auch schön, dich zu sehen. Heiko, erzähl mal ein bisschen, wie war es letztes Spiel? Görlitz verlor dann ja in der, ich glaube, 87. Minute hier gegen die heute Gastgeber. Was hattest du für einen Eindruck von den Gastgebern heute? Ja, es sind natürlich Derby-Zeit in Görlitz gewesen. Und eigentlich ist es so, dass es heiß und kalt. Oh! Janze Lenker mit etwas Unsicherheit, was die Hände betrifft, liebe Zuschauer. Heiß umkämpfte Derbys, gute Zuschauerkulisse gewesen, über 700 Zuschauer waren in Görlitz. Aber denkbar ungünstige Vorzeichen, A, kam natürlich nur Gerster mit einem sensationellen Vorsprung von 19 Punkten nach Görlitz. Und bei uns das komplette kreative Mittelfeld verletzt. Wir hatten da ehrlich gesagt ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, ist am Ende ganz gut ausgegangen. Man hätte am Ende natürlich auch noch einen Unentschieden holen können, wir haben 11 Meter verschossen. Aber man merkte, um ehrlich zu sein, den Neugersdorfer Spielern schon an, die hatten also komplett das Spiel vom heutigen Mittwoch im Kopf gehabt. Keiner wollte sich verletzen, alle wollten heute spielen. Und was ich gerade vernehmen musste, dass der Herr Netschmar, ich weiß nicht, was du ihm schon gesagt hast, der ist der aktuelle Sportdirektor von Slovan Liberec, von der Profimannschaft, bis letztes Jahr Profi gewesen, Champions League gespielt, unter anderem ein ganz, ganz wichtiger Mann mit seinem betagten Alter, sage ich mal, im sportlichen betagten Alter von 36 Jahren. Alle Bälle laufen über ihn, er hält den Ball und das ist ein herber Verlust für den Neugersdorfer an diesem heutigen Mittwoch. Heiko, erzähl doch mal den Zuschauern und auch mir, was unterscheidet denn tatsächlich den FC Oberlausitz Neugersdorf zum Beispiel von den Görlitzern? Ihr spielt ja eigentlich auch eine gute Saison, aber trotzdem sind 22 Punkte Unterschied in der Tabelle zu sehen, ne? Ja, ganz einfach. Die Neugersdorf spielen seit Jahren schon auf sehr, sehr hohem Niveau. Der Anspruch, in die Oberliga aufzusteigen, besteht hier schon lange. Da wird also unwahrscheinlich viel auch unternommen, auch finanzieller Art. Diese Möglichkeiten bestehen hier. Dafür beneide ich die Jungs hier in Neugersdorf auch. Aber es ist bei denen so, dass auch in der zweiten Reihe dann noch Leute sind, die man problemlos ersetzen kann, wenn aus der ersten Elf jemand ausfällt. Diese Möglichkeiten haben wir leider in Görlitz nicht. Und die stehen also wirklich zu Recht dort oben. Also traust du denen auch durchaus zu, bei einem Aufstieg möglicherweise dann die Oberliga zu halten vielleicht, ne? Ja, davon gehe ich aus. Wenn man sich in der Oberliga ein klein wenig auskennt, in der Oberliga, was du ja auch tust, es gibt da 4, 5 Vereine vornweg und der Rest ist, ich würde sagen, ähnliches Niveau wie in der Landesliga. Man sieht ja auch die aktuellen Aufsteiger der letzten 2 Jahre, die also oben mitspielen. Ich denke, dass sie eine gute Rolle spielen werden. Wir haben auch schon gratuliert am Sonntag zum Aufstieg, obwohl es ja noch gute Möglichkeiten. Da gibt es aber einen Freistoß für die Blauen. Ja, obwohl man die theoretische Möglichkeit hätte, dass ja RB2 ja unbedingt auch noch die Oberliga möchte. Letzte Frage, Heiko. Wie geht es jetzt weiter mit dem NFV Gelb-Weiß-Görlitz? Diese Saison ist fast abgehakt. Aufstieg auf jeden Fall nicht mehr zu wuppen. Ja, ist auf jeden Fall abgehakt. Ordentlich, korrekt die Saison zu Ende zu spielen, ein paar Punkte zu sammeln. Ja, und dann eigentlich das Augenmerk schon auf die neue Saison richten. Und mal schauen, was da so kommt. Na, dann danke schön, dass du dir einen Moment Zeit genommen hast, Heiko. Schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir ein ganz tolles Spielchen noch. Und grüß mal alle in Görlitz. War immer toll bei euch. So mal das Grüße an alle Hörer im World Wide Web von 8 Sport. Jungs, das ist toll. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, das war der im Prinzip der Stadionsprecher. Einer von zweien. Das ist ein ganz tolles Gespann. Der Heiko Schmidt bei den Gelb-Weißen aus Görlitz. Das machen sie wirklich super. Jetzt aber wieder zurück zum Halbfinale hier. 1:0. Der Zwischenstand durch das Tor von Jiri Rissler in der 5. Minute für die Gastgeber. Aber RB Leipzig bis zum Strafraum klappt das eigentlich immer ganz gut. Und dann hapert es so ein bisschen mit dem Schießen. Sie haben es gesehen.
Da waren schon 3, 4 ganz gute Aktionen mit dabei. Auch jetzt bekommen sie hier an der Mittellinie einen Einwurf. Und Hendrik Ernst zurück zu Fabian Franke. Ich stelle fest, in der 25. Spielminute gibt es dann auch den ersten Eckball für den RB Leipzig. Ja, ganz mal interessant gespielt. Christian Müller mit dem Ball in den Strafraum dann erstmal gut geklärt. Und auch der Schussversuch von Matthias Moris erst einmal ohne großen Erfolg. Also, RB Leipzig auf jeden Fall bemüht. Für die Leipziger geht es dann am nächsten Sonntag in der Liga weiter. Da ein interessantes Spiel gegen den ersten FC Magdeburg. Da trifft man auf den Tabellen-7. derzeit. Auch jetzt wieder Platz. Kommt man bis zur Mittellinie ohne große Probleme. Neugersdorf zieht sich da weiter zurück. Flanke wieder bis an den Strafraum. Na gut, aber dementsprechend voll wird es da natürlich. Achtung, ganz gefährlich. Daniel Frank beinahe wieder am Ball. Juri Jutt mit dem Einwurf. Ja, da hat der Frahn wahrscheinlich gegen die Sonne gerade geschaut. Ja. Und zu Recht geht es jetzt in die andere Richtung. Nette Randnotiz übrigens beim letzten Spiel von Leipzig gegen Torgelow. Da führte nämlich der Torhüter der Roten Bullen, Fabio Coltorti, einen Einwurf in der eigenen Hälfte aus. Hab zumindest dort auf der Homepage gelesen, das gab es wohl bislang bei den Roten Bullen noch nie. Der eigene Torwart wirft den Ball wieder ein ins Spiel. Sieht man ja auch so nicht oft. Achtung! Die Gastgeber, einfach mal blind gespielt. Na klar, da haben sie es gesehen, da war dann kein Blauer. Aber wäre da einer gewesen? Aber jetzt wieder Max Fröhlich. Ball gewinnen. Einfach nach vorne gespielt. Aber da kam dann Jiří Žisla, der Torschütze, zum 1:0 nicht ran. Langer Ball von Fabian Franke. Und wieder dieser Wahnsinnsabschlag vom Tor von Jan Zelenka. Entweder ist der Platz sehr kurz hier, ich habe nicht nachgemessen vorhin. Oder wir haben da doch kleinere Windböen, was aber nicht danach aussieht. Und auch jetzt wieder gut zu sehen. Die Neugersdorfer ziehen sich bis in die eigene Hälfte zurück, lassen die Leipziger bis dahin einfach den Ball hin und her schieben. Aber sie machen es nicht konzentriert genug. Da schieben sie den Ball ohne große Bedrängnis in Seiten aus.
Ballbesitz wieder für den FC Oberlausitz. Neugersdorf. Geschickt. Einfach mal schnell verlängert und dann läuft da der Jiří Liska mal vorsichtshalber auf den Benjamin Bello zu. Und schöner Ballgewinn von Karl Patrick. Mit der Brust ist er da reingegangen. Trotzdem wieder die Leipziger. Jiří Jut, jetzt zeigt hier auch mit Handzeichen Rockenbach das Silva an. Mensch, ich kann noch den Ball bekommen. Bekommt ihn aber nicht. Gegenzug. Schön gespielt von Sisla. Ganz viel Platz, da geht aber auch kein Leipziger mehr drauf, weil keiner da ist. Achtung, sogar zum Strafraum. Und jetzt der schnelle Gegenzug der Leipziger, Matthias Moritz. Ja, dann geht da Lukas zu Boden. Achtung, und aufs Netz. Gefährliche, gute Torchance für die Leipziger in der 30. Spielminute. Bleibt beim 1:0 für die Gastgeber. Ja, liebe Fernsehzuschauer, halbe Stunde gleich gespielt hier in der Enzo Oberlausitz Arena in Neugersdorf. Beim Wernes Grüner Pokal Sachsen Halbfinale, beim zweiten Halbfinale ganz genau. Bislang würde das Finale lauten Oberlausitz Neugersdorf gegen den Chemnitzer FC. Hui. Freistoß blau, nachdem da Karl Patrick zu Boden gegangen ist. Schön links raus, mit ganz viel Platz da auch. Ja, und dann ein leichtfertiger Fehler. Ja, und klares Rauschen. Aber ganz fair, wieder Max Fröhlich dann auch mit seinem Gegenspieler auf Leipzig. Geht so, muss das sein. Die nächste Abseitsposition. Ja, wieder so ein Abschlag bis fast an den Strafraum. Aber haben sie noch nichts mit anfangen können, die Gastgeber hier. Sie sind zwar alle sehr weit geschlagen, aber schwierig zu kontrollieren dann die Bälle von Jan Zelenka. Achtung! Hi Nikius, da bietet sich dann auch wieder Sisla an. Und Schuss! Von der Strafraumgrenze einfach mal gewagt. Vom neu eingewechselten Philipp Heinekius. Der war doch nicht schlecht. So, mal gucken, wie der Benjamin Bellot das jetzt macht. Ob der auch mit dem Ball so weit jetzt kommt. Auch nicht schlecht. Jut. Schön gespielt. Das machen sie gut. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, wie die Oberlausitzer das hier spielen. Die Neugersdorfer ganz prima. Immer schön auf die linke Seite raus. Dort wird ein Gegenspieler überlaufen meistens. Da kommt der Pass in die Spitze rein. So fiel dann ja auch das 1:0 in der 5. Spielminute. Rockenbach da Silva. Fabian Franke auf Jiří Jut.
Da sind die Leipziger aktuell nicht kreativ genug. Dominik Kaiser jetzt am Ball, auch erstmal wieder quer gespielt, alles an der eigenen Hälfte. Henrik Ernst, ja, Sie sehen es, er dreht sich. Und weiß schon jetzt nicht mehr, wohin soll ich spielen. Zu wenig Bewegung, sagt man ganz klar dazu. Aber auch sehr gut gestaffelte Abwehr der Neugersdorfer, die sich, ich bleib dabei, von Anfang an weit zurückziehen hier. Aus der Not geborener langer Ball jetzt einfach mal. Wieder Heinekius, der da vorne ganz schön für einen Wirbel sorgt. Ja, und gut nachgesetzt. Ganz, ganz feine Arbeit hier von Jaroslav Dittrich, der ja auch im Vergleich zum letzten Spiel in Görlitz auch neu jetzt ins Team gerutscht ist. Da ist er wieder am Ball, Dittrich. Gut nachgesetzt noch einmal von Jiří Sisler. Also ausgesprochen gute Arbeit da. Flankenmöglichkeit. Und ja, den Ball hat er dann leider auch nicht getroffen, der Karl Patrick. Achtung, jetzt müssen sie aufpassen. Jetzt müssen sie aufpassen. 3-3 möglicherweise. Und das machen die Leipziger nicht gut. Die Leipziger brauchen allein schon immer 20 Sekunden, bis sie wieder über die Mittellinie gekommen sind, obwohl da ja eigentlich gar nicht großer Druck entstanden ist. Und Sie sehen es, dann ein ungenauer Ball auf rechts raus. Das sieht mir im Moment danach aus, als wenn sie ein bisschen ratlos sind. Warum auch immer, sie haben ja ein paar gute Aktionen gehabt. 10 Minuten noch knapp bis zur Halbzeitpause und ich bin gespannt. Alexander Zorniger, der wird mit Sicherheit ein bisschen lauter werden in der Kabine. Jetzt mal Juri Jutt mit Ball am Fuß. Das macht er doch mal richtig. Zieht einfach mal nach vorne, nimmt Geschwindigkeit mit, aber in dem Moment jetzt zumindest mal nichts passiert. Schön in den freien Raum hier gespielt. Kriegt er ihn noch? Nein. Da sagt die Sportkameradin Daniela Illink. Ah, der war im Seitenaus. Jetzt wieder die Möglichkeit, mal schnell durchs Mittelfeld mit Liskots wieder zu gehen. Und dann auch mal ungenauer Ball auf den Seiten der Blauen. Ja, gerade mal so ein bisschen Stückwerk auf beiden Seiten. Aber da sind wir verwöhnt worden. In den ersten rund 20, 25 Minuten war das, fand ich, sehr interessant. Von beiden Seiten immer schnell gespielt. Auch ein paar interessante Möglichkeiten, ein Tor zu erzielen. Eins haben wir gesehen, das auch schon nach 5 Minuten. Jetzt Henrik Ernst am Mühe, den Ball vor der Seitenauslinie zu retten. Und dann, klar, ein ungenauer Ball auf Karl Patrick. So, dass die Gastgeber da wieder erst einmal Zeit für sich gewinnen. Und sie traben den Ball nach vorne. Sehr schön gemacht. Erstmal auf links. Dann rückt die Mannschaft nach. Und jetzt mal auf Nummer sicher gemacht von Karl Patrick, klar. Das kann man dann auch mal machen. Das war in meinen Augen Abseits von Jiří Sisler, aber nicht gesehen. Einwurf für die Leipziger.
Leipziger da ein bisschen nach, aber alles so ungenau auf beiden Seiten gerade. Dominik Kaiser. Foulspiel. Hab im ersten Moment gedacht, Schiedsrichter Markowitz aus Zwickau lässt hier weiterlaufen. Dann hat er aber doch gepfiffen. Ich glaube auch zu Recht. Und an der Stelle hatten wir vorhin schon einmal einen Freistoß. Wenn man hier mit Zug zum Tor spielt, dann kann das gefährlich sein. Da muss nur Druck hinter sein. Oder man spielt ihn mal auf links raus Richtung Eckfahne. Aber wir werden sehen, was die Roten Bullen da aus Leipzig jetzt fabrizieren. Schauen wir mal. Am Ball stehen auf jeden Fall Rockenbach da Silva und Dominik Kaiser. Jetzt sind die Stützen noch ein bisschen hoch. Und die große Pauke hier, die deutet schon vieles an. Achtung, 40. Spielminute. Ja, ganz schlecht war der nicht. Aber ganz gut eben auch nicht. Alexander Zorniger hat schon mal zwei Leipziger hier auch zum Warmmachen beordert. Frische Kräfte vielleicht für die zweite Halbzeit. Da wäre ja noch ein Stefan Kutschke beispielsweise, der auch in der Liga fünfmal schon erfolgreich war. Oder Timo Röttger, der immer für ordentlich Schwung sorgt. Denn so ein bisschen Bewegung fehlt, glaube ich, bei den Leipzigern. Da ist man vorne, im Prinzip sucht man immer wieder den Daniel Frahn. Aber ansonsten ist da nicht allzu viel gerade. Auch jetzt nicht. Da schlagen die Gastgeber in Form von Sebastian Ulich einfach gut den Ball raus. Trotzdem gleich wieder Ballverlust. Kompromisslos. Also Sie sehen es, Jiří Sisler auch einfach nur den Ball erstmal raus aus der Gefahrenzone, sich neu stellen. Mehr ist da gar nicht nötig, glaube ich, im Moment. Die Leipziger wirken, es bleibt dabei ein bisschen ratlos. 5 Minuten noch bis zur Halbzeit. Schön gemacht. Dann ein bisschen Mühe, aber Sie sehen es. Das klappt eigentlich ganz, ganz gut. Und da kann man, da wird man Freistoß pfeifen. Hendrik Ernst geht da doch ein bisschen zu heftig rein. Musste er aber auch, weil wenn der Gastgeber durch gewesen wäre, dann hätte es vielleicht brenzlig werden können. Geklärt. Und jetzt müsste es mal ein bisschen schneller gehen. Einfach mal weiter auch die Linie hier entlang spielen. Machen sie nicht. Ja, ja, und dann natürlich klar, der kleine Nachhacker von Patrick. Schnell gespielt jetzt mal von den Leipzigern. Mit sehr viel Platz hier auch. Dominik Kaiser zieht den Ball zum Strafraum. Nee. Nee. Das ist erstmal zu ungenau und zweitens überhaupt nicht überraschend genug. Trotzdem die Leipziger noch einmal mit der Möglichkeit. Rockenbach da Silva bekommt noch einmal die Chance. Kaiser rüber. Und jetzt sollte es den zweiten Eckball geben. So ist es. Vielleicht strafen sie mich ja gleich. Eines Irrtums hier, die Leipziger. Und im Mittelkreis liegt noch ein Neugersdorfer. Wenn ich nicht irre, ist das Jiří Sisler mit den roten Schuhen. Aber ja, ich schaue, ich vergleiche nochmal schnell. Auch Pavel Lukas hat rote Schuhe an. Die Bilanz übrigens der Roten Bullen im
Pokal. Mittelmäßig bin ich der Meinung. Das ist die vierte Teilnahme jetzt. Zweimal Viertelfinale, zweimal übrigens ausgeschieden, auswärts jeweils in Zwickau. Und in der Saison 2010-2011 hat man gewonnen gegen den CFC. 1:0 gab es dort in der heimischen Arena in Leipzig. So, Eckball endlich freigegeben. 45. Minute jetzt am Laufen. Und Schlussversuch. Aber es bleibt beim Versuch Sebastian Heiniger. Beim American Football wäre erfolgreich geworden. Beim Fußball hat es nicht ganz funktioniert. Gut, also wir werden hier, ich denke, mit einer Führung für die Gastgeber in die Halbzeitpause gleich gehen. Ich lege mich da schon mal fest, liebe Live-Zuschauer von Achtsport und liebes Fernsehpublikum natürlich auch von Leipzig Fernsehen und Sachsen Fernsehen. Schön, dass Sie dabei sind heute hier beim zweiten Halbfinale im Werdersgrüner Pokal Sachsen. Ich finde, wir sehen ein relativ gutes Spiel. Gastgeber, die kämpfen, die fighten, die es einfach machen, die wirklich einfach Fußball spielen. Und die Leipziger sind einfach ein bisschen zu kompliziert, ein bisschen zu ideenlos und auch vorne nicht beweglich genug. Das ist mein Fazit zur Halbzeit. Trotzdem natürlich noch nichts verloren hier. Jetzt auch nochmal eine schöne Möglichkeit. Maurice mit der Flanke in den 5-Meter-Raum, wollte ich sagen. Daniel Frahn kriegt den aber nicht. Da hätten sie mich fast lügen gestraft. Und von der Tribüne schallt es hier abpfeifen. Die Pokalsaisons übrigens von den Neugersdorfern schnell zusammengefasst. Achtung, das nehmen wir nochmal mit. Ja, jetzt befreien sie sich erstmal. Die sind in der letzten Saison in der zweiten Runde ausgeschieden, auswärts in Hoyerswerda. Und 2010, 2011 sogar in der ersten Runde, da gab es ein 1:2 in Kamenz. Also, da ist man diese Saison mit dem Halbfinale richtig gut dabei. Eine Minute nach Spielzeit zeigt der vierte Assistente, der vierte Offizielle hier an. Boah, und es gibt nochmal einen Freistoß. Nach dem Foul an Schulz. Das dürfte die so gut wie letzte Aktion werden jetzt hier in der ersten Spielhälfte. Und Rockenbach da Silva mit dem Freistoß. Kommt gut. Nicht gut genug. Und ganz clever gemacht hier. Genau, und dann ist es so, wie ich vermutet habe, Halbzeit von Stefan Markovic aus Zwickau. 1:0 durch das Tor von Jiri Sissler in der fünften Spielminute. Also ich bin gespannt, liebe Zuschauer zu Hause, an den Fernsehempfangsgeräten, was wir hier in der zweiten Halbzeit gleich zu sehen bekommen werden. Bleiben Sie einfach mit dabei. Ich freue mich auf Sie in der zweiten Hälfte. Aber erstmal machen wir ein bisschen Päuschen, werden auch was trinken und dann sind wir gleich wieder für Sie zurück. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück in der Enzo Oberlausitz Arena in Neugersdorf, liebe Live-Zuschauer von Achtsport und liebes Fernsehpublikum von Leipzig Fernsehen und Sachsen Fernsehen. Schön, dass Sie dabei sind beim zweiten Halbfinale im Werdersgrüner Pokal Sachsen. Und wir sehen ein 1:0, ein gutes Spiel meiner Meinung nach, kein hochklassiges Spiel, das konnte man aber auch nicht erwarten. Die Gastgeber machen das, was sie können. Zerstören aber auch nicht nur das Spiel, sondern sind präsent, rigoros mit ihrem Spiel in der Abwehr. Und die Leipziger, ich glaube, das ist aber eher das Problem, sind einfach ein bisschen einfallslos. Bin gespannt, wie es in der zweiten Halbzeit weitergeht oder ob diese rund 2 Stunden 15 dauernde Fahrt für die Roten Bullen hierher nach Neugersdorf sich heute vielleicht nicht lohnt. Also ernsthaft sind sie, die Leipziger. Denn das kann man gut erkennen. Auch Sportdirektor Ralf Rangnick ist hier, sitzt ein paar Meter nur von mir entfernt vorne. Und auch der Trainer vom Chemnitzer Fußballclub, Gerd Schädlich, ist auch hier. Schaut sich natürlich den nächsten Gegner an, logisch. Vielleicht wird es ja jetzt der Gastgeber hier. Dann würde man hier das Finale spielen im Pokalfinale. Also das Pokalfinale spielen, so. Sollten die Leipziger das doch noch irgendwie drehen hier.
Vielleicht erleben wir ja noch Verlängerung, vielleicht Elfmeterschießen. Egal, vielleicht gewinnen sie halt und dann würden wir wahrscheinlich, denke ich mal, in der großen Leipziger Arena das Finale sehen. Also uns stehen jetzt erstmal spannende 45 Minuten bevor. Vielleicht wird ja jetzt Stefan Kutschke eingewechselt. Das wäre eine Möglichkeit. Stefan Kutschke aktuell auf der Bank, 5-mal bislang in der Liga getroffen, 1 Pokaltor. Und der Kutschke, übrigens die Leipziger kommen so langsam hier schon aufs Feld wieder zurück. Der Kutschke wechselt, falls es noch nicht jeder weiß, zum Saisonende ablösefrei rüber zum VfL Wolfsburg. So, ich lasse meinen Blick kurz schweifen auf die Rückennummern, aber so richtig einen Wechsel sehe ich zumindest auf den allerersten Blick jetzt mal noch nicht. Von den Neugersdorfern hier, außer den Einwechsel- bzw. Ergänzungsspielern, wie man so schön sagt, noch nicht viel zu sehen. Doch, jetzt im Bild tut sich was. Alexander Zorniger noch im Gespräch. Ich bin AOK Plus versichert, Logo. Seit dem Unfall brauche ich osteopathische Behandlungen. Und dafür bekomme ich jetzt von der AOK jährlich 360 Euro dazu. Genau, jetzt wird in die Hände gespuckt. Also, wenn ich es richtig sehe, Stefan Kutschke und Timo Röttger. Das wäre für mich aber auch verständlich. So, und die Neugersdorfer lassen sich ein bisschen Zeit jetzt. Na, meine Uhr schon 6:30 durch hier. Auch das Schiedsrichtergespann, das Trio auf dem Weg zurück auf den grünen Rasen, der, ich war nicht drauf, von Weitem einen tollen Eindruck machte, sonnenbeschienen. Wenn man genau auf den Ball allerdings wohl mal ein bisschen geschaut hat, der ist oftmals so ins Hüpfen gekommen, rollt also nicht schnurstracks geradeaus. Sei es drum. Ich glaube nicht, dass die Leipziger sagen werden, der Platz, der Rasen, die Sonne oder der Ball waren schuld. Das glaube ich wirklich nicht, sondern ich denke, die haben schon richtig analysiert, dass hier wahrscheinlich wirklich ein bisschen wenig Bewegung drin war. Und dann kommen die Neugersdorfer zurück. Kapitän Sebastian Ulig ganz vorne weg mit der 14. Dann hier sehen wir ihn, Jiří Sisla, der Torschütze mit der Nummer 7 in der 5. Minute für die, die jetzt erst einschalten. Heute ja ein toller Fußballtag für sie vor den Fernsehempfangsgeräten. So, ich hab zur Halbzeitpause gewechselt. Vom Spielfeld sind mit der Nummer 10 Thiago Rockenbach da Silva und mit der Nummer 15 Bastian Schulz. Neu im Spiel mit der Nummer 18 Timo Röttger und mit der Nummer 20 Stefan Kutschke. So ist es. Sie haben es wahrscheinlich gehört über die Außenmikrofone. Also die beiden Jungs sind drin. Wobei der Mann heißt nicht Röttger. Egal. Freistoß mal gleich für die Leipziger jetzt. Das geht ja schon mal gut los nach 16 Sekunden. Schnell gespielt. Ja, zu schnell. Aber schön, da ist der Ball schon mal im Netz. So kann es dann aussehen, liebe Zuschauer. Da sehen Sie ihn. So kann es aussehen, wenn der Ball sich mal im Netz der Blauen befindet. Aber alles nochmal. Gute Torentfernung. Ich tippe mal so 22 Metern dürften es sein. Mit dem rechten Fuß, also Schnitt zum Tor. Hart drauf gespielt und da ist er drin. Tor für Leipzig. Für die Roten Bullen ein ganz platzierter Schuss oben rechts in den Winkel. 46. Spielminute. Das Spiel beginnt von 9. Ja, kann.
Das ist gut. Ich habe ihn nämlich auch nicht gesehen. Na, mir wird gerade gesagt, Dominik Kaiser, Dankeschön. Aber auch ich hatte ihn nicht gesehen, weil er eben seitlich stand. 1:1. Und der nächste Freistoß. Diesmal zentraler und weiter weg. Aber da war auch nichts zu halten, glaube ich, für den Jan Zelenka. Der war oben rechts so passend in den Winkel geschlagen. So, der nächste Freistoß. Der sollte nicht direkt aufs Tor gehen. Oder? Doch, aber direkt in die Arme von Zelenka. Tja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie haben sich zu Hause schön gemütlich gemacht. An mir vorbei laufen gerade Kinderchen mit lecker Kuchen. Da muss man sich zusammenreißen hier als Kommentator. Aber ich vernasche dann lieber noch mal ein bisschen Fußball. Ja, das sieht für mich wesentlich gezielter jetzt aus, was die Leipziger in den ersten 3 Minuten hier in der zweiten Hälfte spielen. Und da hat der Sechstligist dann erst einmal ein bisschen zu tun. Ja, die Leipziger Fans hier in der Enzo Oberlausitz Arena jetzt zufrieden. Wird die große Pauke umso lieber geschwungen. Die Gastgeber übrigens zu Hause, ihr liebe Zuschauer, sind still. Man hört sie gar nicht. Also während der gesamten Zeit schon fast nicht. Schön, Christian Müller jetzt hier. Weitergespielt mit der Sohle. Schön gemacht. Vom Neu-Wolfsburger Wald, Stefan Kutschke. Irgendwie nach einer ganz neuen Mannschaft jetzt aus hier, was die Roten Bullen jetzt hier gerade zeigen. Wieder ein Freistoß. Aber es wird immer weiter weg, also auch der diesmal nur kurz gespielt auf links. Der Christian Müller zieht schön zur Torauslinie, bringt dann aber die Flanke nicht sauber. Aber dem einen Spiel, was ich jetzt von den Leipzigern schon mal im Pokal in dieser Saison gesehen hatte, da war dann auch der Stefan Kutschke übrigens der Torschütze des goldenen Strafstoßtores. In Kamenz, ja, das muss dann nicht sein, was dort Matthias Moris macht. Oh, da ärgert sich der Jiri Liska zurecht. Geht der Ball nochmal schön ein paar Meter ins Seiten aus hier. Die Leipziger können sich in aller Ruhe nochmal stellen. Also liebe Zuschauer, für die, die jetzt erst vielleicht aus der Halbzeit zurückgekommen sind, den weiten Weg in den Keller hatten, sich ein kühles Pilz nochmal geholt haben, sie haben den Ausgleich verpasst. 1:1 steht's. Freistoßtor Dominik Kaiser in der 46. Jetzt aber Freistoß für die Gastgeber. Und auch der kam gut geschlagen von Jiri Sisla. Hart und präzise vor das Tor, aber dann direkt in die Arme von Benjamin Bellot. Jetzt geht schnell auf die andere Seite. Abseitsposition. Völlig in Ordnung hier gesehen, die Abseitsposition auf Seiten von RB. Jan Netschmar ausgewechselt, läuft hier vor der Tribüne. Traurig, gerade die Tribüne entlang hält sich immer noch so ein bisschen das Bein. Den hat es wohl vom Muskel her irgendwie vorhin dahin gerafft. Achtung, jetzt wieder ein langer Ball hier auf die rechte Seite. Christian Müller
Nein, nicht Christian Müller, das war wieder Stefan Kutschke natürlich mit der 20. Logisch. Und klasse gemacht. Also der bringt ordentlich Wind gleich rein hier. Bislang eine wie ausgewechselte Bullenmannschaft in der zweiten Spielhälfte. Da hat Alexander Zorniger wahrscheinlich auch ordentlich auf die Pauke gehauen. Dritter Eckball für RB. Darum kümmert sich jetzt Timo Röttger, auch neu jetzt reingekommen. Vom Tor weggedreht, auf den zweiten Pfosten, schön angenommen und dann ist er drin! Tor für Leipzig! So schnell kann es gehen, liebe Zuschauer. Tor in der 53. Spielminute für RB Leipzig nach dieser Ecke von Timo Röttger. RB Leipzig nach dieser Ecke von Röttger. Auf den Torschützen muss ich jeden aus dem Gewühl heraus nochmal schuldig bleiben. Vielleicht schwenkt hier Sebastian Heidinger also zum Aufnahme zur Führung hier von RB. Tut mir leid, aus dem Gewühl heraus schuldig ich den Torschützen wieder nicht. Jetzt hier tatkräftig unterstützt von der schreibenden Zunft. Dankeschön. Na, also das Spiel gedreht, aber mit einer ganz neuen Einstellung anscheinend auch aus der Kabine gekommen. Jetzt ein ungenauer Zuspieler in der eigenen Hälfte, trotzdem gut, jetzt einfach mal nach vorne geschlagen wieder. Jetzt ist der Gastgeber, der Sechstligist, gefordert. Schaffen Sie es gegen den Viertligisten, einfach mal langer Ball, hier ist es klar und das müsste der Ausgleich sein! Nach dem Ausgleich das 2:2. Ein wunderbarer Heber von Jiří Sisla, wenn ich es richtig gesehen habe, wieder mit der Nummer 7. Wahnsinn, 55. Minute. Und das geht ja hier mal kräftig los in der zweiten Hälfte. Schon 3 Tore jetzt gesehen. Aber wie abgebrüht hat er das denn gemacht, der Jiri? 2:2. Wunderbar gesehen, dass da der Benjamin Bellot weit, weit, super weit aus seinem Tor gekommen ist. Und dann hat er ihn glatt mal überlupft. Klasse. Mit so viel Übersicht. Das macht Appetit auf mehr. Da braucht man auch keinen Kuchen. 2:2 steht's. Und jetzt wieder der lange Ball hier auf Timo Röttger. 1-gegen-1 Situation. Flanke in den Strafraum. Sehr schön gemacht. Aber jetzt können sich die Gastgeber erst einmal ein bisschen befreien. Und wieder Jiří Sisla. Bislang für mich der Mann des Tages hier. Oft am Ball, sehr viel Übersicht und torgefährlich noch dazu. Und nicht zu vergessen, erfolgreich. 2-mal getroffen. Mich hält es dann auch nicht mehr auf dem Platz hier. Ich stehe jetzt auch schon die ganze Zeit. Ist überhaupt besser, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch bessere Übersicht hier. Aber Sie, liebe Zuschauer zu Hause, genießen das volle Programm hier bei 8 Sport. Schön von oben. Beste Sicht aufs Feld. Freistoß aus dem Mittelkreis heraus jetzt für die Gastgeber. Dann kümmert sich Pavel Lukas. Haben Sie aber eine schnelle Reaktion gezeigt. Jaroslav Dietrich setzt sich durch und wird gehalten. Ja, ganz klarer Freistoß für den FC Oberlausitz Neugersdorf. Und das ist eine gute Position, wenn man da wieder mit Druck zum Tor spielt oder den Ball wegdreht, sodass man mit Druck den Kopfball setzen kann, dann wird es brenzlig. Schauen wir mal. Und ich schaue mal schnell auf die Uhr. 56. Spielminute läuft. Da musste man auf die Abseitsposition aufpassen. Darum dieser doch etwas merkwürdig geschlagene Ball. Und
Und jetzt RB Leipzig. Schauen Sie mal, ganz anders als in der ersten Halbzeit, wo man sich die Kugel hin und her nur spielte. Und auch das sogar sehr ungenau, bis es immer 20, 30 Sekunden dauerte, bis man endlich mal in der anderen Hälfte war. Ja, stattdessen zieht man nach vorne und bekommt den nächsten Freistoß und sogar gelbe Karte. Gelbe Karte, wenn ich es richtig sehe, für Jaroslav Dietrich. Und das ist wieder eine gute Position. Fast zentral, minimal nach rechts versetzt. Toreinfernung, na so über den Daumen würde ich mal sagen. Wieder knapp 25 Meter vielleicht. Und Timo Röttger. Da sehen Sie Jan Zelenka. Kommt noch nicht richtig zur Mauer stellen, weil erstmal muss ich noch ein bisschen zurück, richtig. Das Spiel, was Sie aus den ersten Profiligen kennen, wird auch in der sechsten oder vierten Liga schon fabriziert. So, Ball ist freigegeben. Das ist ein Fall diesmal für Timo Röttger. Der will sein zweites Pokaltor machen, zieht den Ball schön aufs Tor. Nachfassen dann. Jan Zelenka hat in der ersten Halbzeit auch einmal eine Situation gehabt, wo er den Ball auch nicht richtig nach einem hohen Flankenball festhalten konnte. Diesmal aber hier keine große gehabt. Jetzt werden sie gleich unter Druck gesetzt, die Gastgeber. Deswegen einfach eigentlich ein Ball aus der Not heraus nach vorne geschlagen. Ja, jetzt klatschen, einfach klatschen, der Spruch der Leipziger Fans. Schade, dass die gastgebenden Fans hier nur ein bisschen Tohuwabohu machen, wenn ein Tor fällt. ...1200 Karten schon im Vorverkauf verkauft und ja, ich denke, da sind noch ein paar dazugekommen, also... Oh, Achtung, ganz gefährlich! Ja, und ich glaube, also ich würde jetzt sagen, das Tor hätte gezählt, da war nichts. Da ist dann einfach mal der Matthias Moris durch. Hat jetzt vor kurzem ja auch sein erstes Tor für die Leipziger geschossen. Erstes Ligator. Relativ neu im Team. Muss Henrik Ernst aufpassen. Dann wieder der Ball nach vorne. Daniel Frahn verliert die Kugel. Wieder der zweimalige Torschütze, der Gastgeber. Diesmal allerdings mit einem etwas ungenauen Pass. Aber unter Bedrängnis gespielt. Und Daniel Frahn im Mittelkreis kämpft da um die Kugel. Aha, haben die Leipziger mit Juri Jutta wirklich ihre liebe Mühe. Schön, Platz jetzt auch. Achtung, Jiri Sisla. Sofort weitergespielt. Schade, da wollte er den Jiri Liska erreichen. Der war nämlich fast schon am Strafraum stehend. Also das geht hier gut los. Gleich haben wir 60 Minuten gespielt hier beim zweiten Halbfinale im Werner-Grüner Pokal Sachsen. Und er steht 2:2. Sie sehen es oben rechts eingeblendet. Nachdem die Roten Bullen das Spiel gedreht hatten, kam dann gleich mal knapp 80 Sekunden später der Ausgleich wieder der Gastgeber. Vielleicht haben Sie es gesehen schon mal, hinterm Tor der Gastgeber ist jetzt in der zweiten Hälfte auch eine LED-Leinwand aufgestellt. Das ist zum einen eine feine Sache für die Heimzuschauer. Man sieht ja doch über die Kameras immer ein bisschen mehr. Und zum zweiten wird man hier nachher noch ein großes Fußballfest feiern, weil Champions League hier auch gezeigt wird. Einsatz stimmt, aber den Ball, den konnte dann wirklich der Jiri Sisla nicht mehr bekommen. Röttger.
Ja, und das ist ein Fall für Jan Zelenka, den Keeper des Sechstligisten. Da lässt sich jetzt viel Zeit. Das waren keine 6 Sekunden. Das finde ich auch schön. Timo Röttger und Schiedsrichter Stefan Markovic im Gespräch. Aber nö, er bleibt natürlich bei seiner Meinung. Freistoß für Jiří Sisla von Neugersdorf. Da gehen sie davon aus, er geht nicht direkt aufs Tor. Aber ist doch auch ein schöner Fall für oben links. Nee, der kommt in den Strafraum. Eieiei. Und dann aber Abseitsposition auch. Also hätte eh nicht gezählt, der Treffer. Im Moment, muss ich Ihnen ehrlich sagen, liebe Fernsehzuschauer, würde ich mich nicht mehr festlegen wollen, wie es jetzt hier so weitergeht. Das sieht eigentlich ganz schön aus auf beiden Seiten. Jetzt ein wunderschöner Ball hier, die Leipziger. Oh, und eine Riesenparade von Jan Zelenka. Aber auch ein toller Schuss, das muss man dann auch sagen von Matthias Moritz. Dem bleibt es verwehrt, hier auch sein erstes Pokaltor zu erzielen. Stattdessen der 4. Eckball für RB Leipzig. So, und so fiel dann auch das 1:2. Timo Röttger also wieder von der rechten Seite. Ich schaue wieder auf die Uhr. Die 19. Minute der zweiten Spielhälfte läuft. Kommt auf den Elfmeterpunkt geschlagen. Achtung! Das sah aber gefährlich aus und es gibt auch einen Freistoß für die Gastgeber. Aber da hatten beide Seiten hohes Bein. Also wie gesagt, ich würde mich jetzt gerade nicht mehr festlegen, wer hier gleich das nächste Tor möglicherweise schießen mag. Wie sieht es bei Ihnen zu Hause aus? Am nächsten Wochenende, dieses Mal ist ja englische Woche für beide Vereine, am nächsten Wochenende dürfen die Oberlausitzer Neugersdorfer nach Bischofswerda fahren, zum Tabellen-10. Geht es weiter am Samstag in der Liga. Und jetzt Ballgewinn. Und wieder der Ballverlust. Schnell versucht, auf Moritz zu spielen, der immer anspielbar vorne ist. Und dann, ja, das war zwar theatralisch gefallen, aber ein Foul. Klares Foul. Freistoß wieder für RB Leipzig. Rausgeholt durch Stefan Kutschke. Ja, Neugersdorf in der Tabelle 8 Punkte aktuell vor RB Leipzig, zweite Mannschaft. Und wie gesagt, nach Bischofswerda. Freistoß freigegeben für die Leipziger. Schön steigt man dort hoch in die Luft. Beide Seiten meine ich damit. Und der Gegentor. Also ein bisschen Zufallsprodukt jetzt gerade bei beiden Teams. Einfach nur hoch und weit immer nach vorne. Wenig gezielte Pässe. Ja, und klasse gemacht von Juri Jutta. Einwurf für die Gäste aus Leipzig. Na, möglicherweise haben Sie es gehört, also 1559 Zuschauer sind es dann am Ende hier geworden.
in der Arena. Und die sehen ein gutes Spiel, jetzt gerade mit ein bisschen Luft allerdings. Es geht um den Einzug in das Pokalfinale in Sachsen. Wer wird Gegner des Chemnitzer Fußballclubs? Christian Müller sofort weitergespielt auf Daniel Frahn. Wird attackiert hier von Fröhlich und auch von Sissler. Deswegen noch einmal zurück und quer. Ja, ein bisschen weit vorgelegt, da muss man dann wirklich aufpassen. Deswegen jetzt auch dieses hohe Ding wieder nach vorne. Landet sogar in den eigenen Beinen. Ja, und dann so ein kleiner Schubser. Genau, kleiner Schubser von Sissler. Nichts Schlimmes, aber er hat so ein kleines bisschen, ich finde, das hat man ganz gut gesehen, den Arm ausgefahren. Und damit seinen Gegenspieler natürlich gehindert, den Ball sauber anzunehmen. Also die Hälfte der zweiten Hälfte ist dann auch durch. Ein Viertel Fußballzeit haben wir hier also noch. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Nachschlag. Weil es so lecker ist, noch ein bisschen Verlängerung. Warten wir mal ab. Ballgewinn jetzt für die Gastgeber. Schnell auch sofort weitergespielt. Aber etwas zu ungenau. Das lösen die Leipziger sehr gut. Schnell zurückgespielt. Und jetzt nach vorne. Oh ja, da ist der Ball schon wieder genau auf der anderen Seite. Aufpassen. Wieder Morris. Bleibt aber dann in diesen sechs Beinen der Gastgeber hängen. Oh. Hat er nun wirklich nicht getroffen. Jan Flachbart. Auch ein Spieler, der von Bohemians Prag übrigens kommt. Und diese Saison sechs Tore schon geschossen, eins im Pokal. Und Einwurf für RB Leipzig durch Christian Müller. Bis in den Strafraum, kurz verlängert. Gute Aktion! Daniel Frahn, da war er selber wahrscheinlich ein bisschen überrascht. Den haut er dann echt einen Meter drüber. Aber gute Möglichkeit, um hier vielleicht die erneute Führung zu holen. Also 2-2 immer noch. Das ist Pokal. Und sogar der Trainer Alexander Zorniger mal im Ballbesitz hier gewesen. Hat den Ball auf Christian Müller gegeben und der beim Einwurf. Also am Spiel der Gastgeber hat sich wenig geändert. Man zieht sich eigentlich immer noch weit zurück, spielt dann lange Bälle. Nicht mehr so ganz genau wie in der ersten Halbzeit auf die Seiten raus. Aber Leipzig, ich bleib dabei. Die roten Bullen machen das viel besser jetzt in der zweiten Halbzeit. Sind viel mehr in Bewegung, es ist immer eine Anspielposition. So hat man den Eindruck, mehr vorne. Und auch mit ein bisschen mehr Zug zum Tor. Das gefällt mir wirklich viel besser als in den ersten 45 Minuten. Auch jetzt sofort wieder Ball gewinnen. Gucken wir mal drauf, wie lange sie jetzt in die andere Hälfte brauchen. Haben sie Glück gehabt. Hendrik Ernst tut sich da auch noch ein bisschen weh. Aber Spiel läuft weiter. Müller bis Timo Röttger jetzt im Strafraum. Und dann der Pass kommt nicht an. Ah, wieder Flachbart, der den Ball nicht sauber trifft. Und jetzt hören Sie mal die Kulisse. Das fanden alle nicht gut. Freistoß für Leipzig.
Ja, Timo Radka wollte, dass jetzt schnell gespielt wird. Haben Sie gesehen, er ist hier rechts rausgelaufen. Aber klappte nicht, weil der Schiedsrichter da noch so ein bisschen sich artikulieren wollte. Also, jetzt wird gestellt. Wir schauen wieder auf die Uhr. Ein schöner Kult, der sich da entwickelt. 27. Minute der zweiten Spielhälfte. Auf den Kopf eines Blauen. Dominik Kaiser beim Einwurf jetzt. Und dann unter Bedrängnis natürlich ins Ausgeschoben. Ach, und das ist doch unsportlich. Dominik, das musst du nicht machen. Lass die Jungs dann auch spielen. Den gelben Karton, den haben hier auch die Zuschauer schon gefordert und Hendrik Ernst, der will damit ja auch nichts zu tun haben, aber die gelbe, die landet auf seinem Konto. Und wird jetzt auch nochmal schriftlich fixiert alles. Ordnung muss sein. Und dann der Freistoß wieder von Jiri Sissler ist dann doch ein bisschen weit. Keine Mauer wird gestellt, also halb. Hart auf den Elfmeterpunkt gezielt, nicht verkehrt. Und Schussmöglichkeit, ja, warum nicht? Und da war anscheinend noch ein Leipziger dran. Es gibt jetzt den ersten Eckball auch für die Gastgeber. Und das nach fast einer halben Stunde in der zweiten Hälfte. Erster Eckball. Und darum kümmert sich auch Jiri Sissler. Der Mann für alle Fälle hier anscheinend. Kein Problem für Benjamin Willott. Ganz schnell nach vorne geschlagen. Laufduell dort und Matthias Moritz wieder mit von der Partie. Im Zweikampf mit Stefan Fröhlich. Ja, und dann retten sie es toll. Klasse Einsatz der Gastgeber, der Sechstligisten. Ich sag's immer wieder gerne. Wernes Grüner Sachsenliga, die Sechste, trifft hier auf die Regionalliga Nordost. Die vierte Liga aktuell 2:2. Minuten sind jetzt gespielt. Und jetzt eine Riesenaktion an den Pfosten. Schuss von Karl Patrick. Aus dem Nichts heraus. Ball von der rechten Seite und dann wunderbar sofort direkt aufs Tor geschossen. Pfosten für die Gastgeber. Oha, oha. Jetzt sind die Roten Bullen sozusagen wieder hoffentlich, denke ich mal, aus dem Tiefschlaf erwacht und wir sehen hier gleich wieder ein Fußballspiel, nachdem es dann doch sehr ruhig war, gerade die letzten 2, 3, 5 Minuten so. Aber Sie sehen es, die Leipziger sofort jetzt immer mit One-Touch-Football, das hat man in der ersten Hälfte so gut wie nie richtig gesehen.
Oh, klasse gemacht von Jaroslav Tittrich. Und auch das sollte den gelben Karton geben. Ganz klar am Trikot gehalten. Und so ist es. Gelbe Karte für Stefan Kutschke. Deutlicher ging es ja nicht. Der Schiedsrichter war nur ein paar Meter entfernt. Also ich bin beeindruckt, muss ich Ihnen wirklich sagen, liebe Fernsehzuschauer, von der Power, von der Dynamik, die die Gastgeber immer noch auch nach dieser absolvierten Zeit jetzt haben hier. Das ist wirklich ganz klasse und Hut ab vor den Neugersdorfern. Leipzig wirkt gerade so ein bisschen auf mich. Vielleicht haben sie auch das Gefühl, so ein kleines bisschen ist gerade irgendwie der Faden gerissen. Also man spielt nicht schlecht jetzt, aber das ist dann gerade so ein kleines bisschen wieder wie, ja nicht wie in der ersten Halbzeit, aber so ein bisschen, dass man etwas weniger Kraft hat vielleicht, Energien. Und jetzt gibt es einen Wechsel, liebe Zuschauer. Der letzte Wechsel auf Leipziger Seite, reinkommt Markus Hoffmann mit der Nummer 2. In der 78. Und rausgeht, ich denke mal, der verletzt ist Henrik Ernst. Der hat sich ein bisschen vorhin wehgetan in einem Zweikampf. Die Leipziger wollen, ich denke, vor der Verlängerung hier eine Entscheidung haben. Alle Wechsel sind durch. Henrik Ernst. Neugersdorf, ein schöner Ball, sofort weitergespielt und na klar, auf wen? Ich muss Ihnen das nicht mehr sagen. So, und da haben wir ihn auch gleich, den Markus Hoffmann am Ball. Scheint positionell keine große Veränderung zu geben, denn Henrik Ernst war vorher gleich spielt. Jetzt Timo Röttger. Mit Ball am Fuß, mit Zug. Sehr schön gespielt. Dann schmeißen sich die Gastgeber da rein in Form von Pavel Lukas. Aber auch schon wieder der Ballverlust. Das ist jetzt Juri Jutt. Das könnte der Knackpunkt sein. Die Neugersdorfer haben weniger Ballbesitz. Sehr viel weniger. Ein bisschen vom Fuß gesprungen, aber dann Glück gehabt, Jiri Liska. Auch jetzt Max Fröhlich mit dem Querpass da hinten. Glück gehabt, egal, läuft weiter. Aber guter Einsatz wieder von Kutschke. Schiebt er seinen Körper zweimal, dreimal richtig in die Gegenspieler rein, ohne unfertig zu sein dabei. Und der Ball war im Seitenlauf. Jawohl, Einwurf für die Gäste. Die 80. Minute bricht an, liebe Fernsehzuschauer. Und im Moment haben wir noch keinen Sieger hier. 2-2 steht's. Zweimal Jiri Sissler in der 5. und 55. Dominik Kaiser für die Leipziger zum Ausgleich in der 46. und Sebastian Heidinger zu der kurzfristigen Führung in der 53. Das bislang der Spielablauf hier. Schön gespielt, jetzt etwas zu weit. Das ist ein Fall für die Leipziger Abwehrreihe. Also wirklich großer Einsatz immer noch bei den Blauen da. Benjamin Bellot, so eine Art Libero gerade bei den Roten Bullen. Timo Röttger wird unter Druck gesetzt. Deswegen wieder der lange Ball, der dann ungenau gespielt wird. Patrick.
Fröhlich wird auch attackiert. Ja, ja, und dann bleibt er hängen. Das hatte Kutschke wieder gut gemacht mit Übersicht jetzt auf Timo Röttger. Den nimmt der Ball wunderbar mit an die Latte oder was? Die Hintertorstange. Die Hintertorstange. Aber eine gute Aktion und da hat man auch gesehen, der Timo Röttger, der hat richtig Ballgefühl. Zuerst konnte man denken, warum stoppt er den Ball nicht auf dem Boden? Und der sprang ja so richtig 1,5 Meter, 2 Meter hoch. Schoss dann aber Volley aus der Luft ab hier. Gute Aktion. Wieder Röttger, jetzt wird er gefoult. Auch das ist eine gelbe Karte. Ganz klar, genau. Und dann beruhigt auch der Jiří Liska da seinen Mitspieler, seinen Kameraden. Klare gelbe Karte. Für Philipp Heinekius, der ja vorhin reingekam, für die, die ein bisschen später eingeschaltet haben. Für den verletzten Jan Netschmar, der schon frühzeitig aus der Partie raus musste. Verletzung am Oberschenkel. Freistoß für den gefaulten Timo Röttger. Machen wir mal die Haare schick und los geht's. Sofort weitergespielt von Maurice und dann Schussversuch von fast der Strafraumgrenze und dann schmeißen sie sich da wieder rein und der Gegenzug. Heinekius, eben noch stolzer Besitzer eines gelben Kartons, jetzt eines Balles und ja, den hat er dann jetzt auch verloren. Beim Versuch auf Liska abzuspielen, oh, 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 aufpassen, nicht hier den Scheibenwischer, es gibt Einwurf für die Gäste und eine nächste Einwechslung bei Neugersdorf. Reinkommen wird Chris Heimlich. Und das ist so der heimliche Pokalstar hier, hätte ich fast gesagt. Denn der hat schon 2 Tore im Pokal getroffen. Diese Pokalsaison wohlgemerkt. Einmal in der Liga. Chris Heimlich und, ach hey, raus soll dann tatsächlich Philipp Heinekius. Vorhin noch reingekommen. Also eingewechselt und dann auch wieder ausgewechselt. Man sagt ja so schön, das ist die Höchststrafe für einen Spieler. Aber ich denke, das ist keine Bestrafung, weil in den Momenten, wo ich ihn gesehen habe, so schlecht war er nicht. Sei es drum. Chris Heimlich auf jeden Fall jetzt drin. Und die 86. Spielminute beginnt gleich, liebe Fernsehzuschauer. Oha, oha, ist das spannend hier. 2:2. Die Leipziger attackieren da ganz schön jetzt den Jan Flachbart, der befreit sich gut aus der Situation und dann geht Jiří Sisler zu Boden. Hat mal, ich denke, den Fuß abgekriegt. Bleibt auch liegen. Sie sehen's. Aber ich denke, da geht es jetzt auch darum, der Jiří Sisler ist ja auch ein erfahrener Spieler. Da geht es dann auch darum, einmal mal ein bisschen durchzuatmen. Tut so, als wenn er jetzt einen Krampf hat. Na, ich will ihm nichts unterstellen. Also er hat einen Krampf. Aber ist nicht verkehrt. Temperatur man heute hier wirklich warm, sehr angenehm. Wir hatten immer so um die 20 Grad rum, Sonne pur. Immer noch 16 Grad haben wir aktuell auch. Und weiter geht's. Ah, da rutscht der Röttger aus. Jiří Sisler, als wäre nie was gewesen. Sofort die Kugel weitergespielt. Einwurf. Liska lässt ihn liegen. Stattdessen soll das Jan Flachbart machen. Der auch viele Aktionen heute hat. Aber insgesamt, ich bleibe dabei. Eine ganz tolle mannschaftliche Leistung der Gastgeber. Allein deswegen haben sie mich persönlich heute überzeugt. Leipzig in der zweiten Hälfte mit einer auch sehr guten, ansprechenden Partie. Jetzt mit ein bisschen Luft. Achtung, der Ball schön vors Tor gespielt. Und dann nimmt da aber der Jaroslav Dietrich sowas von.
Power und Maß und zieht den Ball aber gefühlt 20 Meter rechts neben das Tor. Es war natürlich nicht so. Aber da haben, glaube ich, alle Fans hier mehr drauf erhofft. Also im Moment sieht es so aus, als wenn wir tatsächlich noch einen leckeren Nachschlag bekommen. Sprich eine Verlängerung. Denn, liebes Fernsehvolk, wir werden heute eine Entscheidung bekommen hier. Es wird nicht ohne einen Sieger hier ausgehen. Die Leipziger vielleicht ja doch nochmal in den ersten 90 Minuten holen den nächsten Eckball. Da führen sie ganz deutlich. 5:1 Eckbälle jetzt für Rasenballsport Leipzig. Diesmal von der linken Seite. Erfolgreicher war es ja vorhin von der rechten. Schauen wir mal. 3 Minuten noch. 88. Minute. Da war dann auch Hoffmann gleich mal dran. Der neue mit dem Kopfballversuch. Timo Röttger bringt den Ball auch wieder in den Strafraum. Aber blind geschlagen, da ist dann keiner seiner Kollegen. Tja, Alexander Zorniger hat alles an Auswechseln, Möglichkeiten durch. Aber seine Mannschaft sollte eigentlich genug Kraft haben. Spielen 2 Ligen über den Gastgebern. Aber viel sehen tut man davon nicht. Jetzt gibt es einen Foul von, ich dachte von Timo Röttger, weil eigentlich sind beide reingegangen. Foul wird aber für Jiří Liska gewertet. Ja, ja. Und dann nochmal 3 Meter nach vorne. Mit allen Wassern gewaschen, der Timo. Schön. Christian Müller ein paar Meter zurück. Hoffmann. Die Leipziger. Ah, fair. Spiel läuft weiter. Und dann doch der Pfiff-Freistoß für Oberlausitz-Neugersdorf. Die letzte Minute in den ersten 90 läuft. Vielleicht gibt es so noch einen kleinen Nachschlag. Schauen wir mal. Nachspielzeit wird noch nicht angezeigt, wird aber fertig gemacht gerade vom 4. Offiziellen. Achtung, Achtung. Oh, 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 oh. Und dann ist es Kurtschke, der dort den Ball gewinnt, weil er den Max Fröhlich so unter Druck setzte. Ja, wir bekommen sogar noch einen Freistoß, die Gäste. So, nach meiner Uhr laufen die wirklich letzten Sekunden und dann sollte auch der 4. Offizielle, so ist es, die Nachspielzeit anzeigen. 2 Minuten, gibt es also nochmal frei oben drauf. Au, 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 dann sprang Jan Zelenka am Ball vorbei und es gibt nochmal Eckball. Da machen es beide Teams aber spannend jetzt. Glück gehabt. Und dann reicht er auch dem Jiří Sissler die Faust. Schwein gehabt. Weiter geht's. Eckball für den eigentlich Favoriten, für den Regionalligisten, der nichts anderes will als aufsteigen will. Nächste Saison regulär auch gegen den CFC spielen. Eckball kommt und an den Pfosten! Nach Möglichkeit nochmal von Stefan Kutschke. Und da war, wenn ich das richtig gesehen habe, Jan Zelenka noch mit dem Fingerspitzen dran, lenkte den Ball an den Pfosten. Aber das wäre es doch gewesen in der Nachspielzeit. Nochmal die Leipziger. Und jetzt klärt erst einmal Pavel Lukas. Timo Röttger nochmal mit dem Einwurf. Jetzt alle Mann nach vorne. Aber erstmal bleibt ein Blauer noch im Strafraum liegen. Luft holen, durchatmen. Bereit machen für die Verlängerung. Machen Sie das bitte auch, liebe Zuschauer. Holen Sie sich gleich nochmal ein Kaltgetränk und ein bisschen Popcorn. Es gibt nochmal Nachschlag. Und dann haben wir auch die Zeit bis zum spannenden Spiel. Naja, Sie wissen, was ich meine, gut überbrückt.
So kriegen wir auch die Nachspielzeit rum hier. Und dann der versprochene Einwurf mit Timo Röttger. Los geht's. Kommt gut, dann springen da alle unter dem Ball durch. Und Jan Zelenka macht das mal nicht. Gut so. Tja, dank der kleinen Verletzung ist die Nachspielzeit dann auch vorbei. Wieder so ein weites Ding vom Keeper. Und Freistoß. Ja, Freistoß für die Gastgeber. Das war ein Foul vom eingewechselten Markus Hoffmann. Das fand er gar nicht lustig jetzt. Da hat er richtig nochmal das Gespräch mit dem Schiedsrichter Markowitz hier gesucht. Na, dann ist die letzte Aktion jetzt also in der regulären Spielzeit ein Freistoß, den jetzt Iris Sissler übernehmen wird. Vielleicht sehen wir doch noch ein Tor für die Gastgeber. Freistoß freigegeben, kommt flach in die Einmannmauer hinein. So. Oh, und nochmal ein ganz langer Ball. Etwas zu lang. Das ist kein Problem für Benjamin Bellot. Und dann sollte es das gewesen sein. Ich schaue mal auf den Schiedsrichter. Der macht aber noch keine Anstalten. Das Spiel läuft immer noch weiter. Nochmal ein Angriff von RB Leipzig. Bis an den Strafraum verlängert. Und dann ist der Timo Röttger. Aber einen halben, nein, anderthalb Meter zu weit. Abpfiff. Das war's. 2:2. Liebe Fernsehzuschauer, wir werden hier eine Verlängerung von 2x15 Minuten erleben. Ich bin mal gespannt. Und freue mich, wenn Sie gleich wieder dabei sind. Holen Sie sich was Kaltes zu trinken und eine Leckerei. Ansonsten gibt es hier lecker Fußball. Bleiben Sie dran, wir geben eine kurze Werbung und sind gleich wieder für Sie da. Spitzenreiter der Regionalliga. 90 Minuten, Saison 2:2.